Stelle euch das Dosenwerfspiel vor. Man nimmt eine Konservendose, sollten alle möglichst gleich groß sein. Jetzt knibbelt man hier dieses Papier ab, bis es ganz fertig weg ist. Dann sieht die Dose so aus. Mit dem Dosenöffner öffnet man die Dose, so dass diese Lasche aber noch ganz weg ist. Dann leert man die Dose aus, man isst es auf und danach sieht die Dose, wenn die gespült ist, so aus. Insgesamt sammelt man 10 Dosen für dieses Spiel. So, in die erste Reihe stellen wir 4 Dosen. Darauf folgen 1, 2, 3, dann weitere 2 Dosen und ganz zum Schluss kommt noch eine Dose. Und dann wird das Ganze mit einem Tennisball geworfen. Wir machen es meistens draußen, denn es macht viel Spaß. Viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss!